Ich habe mit ein paar Freunden, haben wir im Internet auf einer sehr coolen Seite, die heißt inimedia.org, da haben wir einen relativ coolen Aufruf gefunden, der ist bundesweit. Das ist ein Aufruf zu einer Kampagne, die am 1. Mai gestartet hat. Wir kamen leider letzten Montag nicht dazu, es vorzulesen, aber das machen wir jetzt einfach und soll einfach ein paar Denkanstöße liefern. Kampagne in Atomindustrie stilllegen. In Essen wurde die RAW, Hauptaktionärsversammlung, medienwirksam blockiert und gestört. In Berlin wurde ein Besucherzentrum von Vattenfall eingefärbt und in Hamburg verlor der Atomkonzern mehrere Firmenfahrzeuge. Im Mai stehen weitere Hauptaktionärsversammlungen von Energieriesen und das Lobbytreffen des Deutschen Atomforums an. In jeder Region befinden sich Kundenbüros von NBW, E.ON, RWE und Vattenfall, beziehungsweise der Konzerne der Atomindustrie. Zeit, den Druck auch außerhalb von Großmobilisierungen zu erhöhen. Kampagnenstart 1. Mai. Atomindustrie stilllegen. Energieriesen zu Fall bringen. Wir rufen auf zu offensiven Aktionen gegen die vier großen Energieerzeuger RWE, E.ON, NBW und Vattenfall und die mit ihnen verflochtene Atomindustrie. Mit einer dezentralen Kampagne wollen wir den Atomkonzern zu nahe treten und das menschenverachtende Atomgeschäft aktiv blockieren und sabotieren. Normalbetrieb, Restrisiko mit Rendite. Greenwashing klingt nach einer harmlosen Werbestrategie. Doch wer trotz der ungezählten Toten nach Katastrophen wie Tschernobyl und Fukushima, wer trotz der ungelösten und unlösbaren Endlagerfragen für Atommüll, trotz des strahlenden Normalbetriebs von Atomanlagen, der Urangewinnung und Anreicherung an dieser unverantwortbaren Technologie festhält und sich dazu ein ökologisches Image anrichtet, nutzt nicht bloß einen modernen Werbetrick, er handelt offen menschenverachtend. Dabei tun RWE-Forscher Großmann und seine Kollegen von NBW, E.ON und Vattenfall natürlich genau das, was von ihnen erwartet wird, bedingungslos und hemmungslos die Rendite erhöhen. Schon viel zu lange werden die Risiken und Kosten der Energiewirtschaft vergesellschaftet, während Profite privatisiert werden. Es ist an der Zeit zu reagieren und diese gefährliche und unsoziale Energiepolitik mit allem Nachdruck zurückzuweisen. Energieerzeugung muss vollständig neu organisiert werden, regional, regenerativ und restrisikofrei. Dazu müssen wir die vier Energieriesen und die mit ihnen verstrickte Atomindustrie endgültig loswerden. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als diese Gesellschaft mit ihrer Form zu wirtschaften grundsätzlich in Frage zu stellen. Denn an einer Umgebung, wo der einzig entscheidende Maßstab die Höhe des Gewinns ist, werden Schäden für Menschen und Natur immer nur so weit eine Rolle spielen, wie sie die Erträge schmälern. So wird es möglich, dass mit Atomkraft jeden Tag Geld verdient wird, obwohl sich diese Technik gegen Menschen richtet. Es klingt vermessen, aber ohne Brüche mit den Regeln unserer heutigen Gesellschaft ist ein Ausstieg nicht zu haben. Atomausstieg ist Handarbeit. Ein strauchelnder Riese tritt nicht einfach ab. Nach der Katastrophe in Fukushima ist das Erscheinungsbild der Stromkonzerne angekratzt. Um seinen Ruf zu erhalten, musste Siemens vorgeben, einen Ausstieg aus dem Atomgeschäft in Erwägung zu ziehen. Tatsächlich betreibt der Konzern jedoch internationale Atomprojekte weiter. Das zeigt uns, Dinos sterben nicht freiwillig. Wir glauben, dass es hilfreich ist, Kommunen und Haushalte zum Stromanbieterwechsel zu animieren, aber nicht ausreichend. Die Aussichten eines reinen Verbraucherboykotts sind beschränkt. Nur wenige Monate nach dem historischen Shell-Massenboykott 1995 hat sich die Benzinnachfrage an den Tankstellen des Konzerns wieder vollständig normalisiert. Der Schaden am Image scheint hierbei von größerer Bedeutung zu sein, selbst wenn er schwieriger zu bemessen ist. Dazu müssen wir jedoch einen deutlich höheren Druck aufbauen. Demonstrieren, blockieren, sabotieren. Jetzt den Druck erhöhen. Die Proteste und Tumulte im April bei der RWE-Hauptaktionärsversammlung in Essen waren ein guter Auftakt für eine offensive Kampagne gegen die vier großen Energieerzeuger und die Atomindustrie. Sie haben gezeigt, dass die Anti-Atom-Bewegung nach der Katastrophe in Fukushima nicht nur zu großen Kundgebungen und Demonstrationen zusammenkommen kann, wir können auch aktiv störend eingreifen. Das angekratzte Image lässt sich empfindlich beschmutzen. Wir begrüßen die angekündigten Blockaden von Atomanlagen im Juni und September und die zu erwartenden massiven Blockade- und Sabotageaktionen beim nächsten Castortransport im November und möchten mit dieser dezentralen Kampagne parallel aufrufen zu einer Verstetigung des Drucks auch außerhalb zentraler großen Mobilisierungen. Seid kreativ!
Also wie gesagt, dieser Aufruf ist von einer Website im Internet, die ganz interessant ist. Die kennt nicht jeder, aber man sollte mal vielleicht reinschauen, weil genau da solche Aufrufe auch zu finden sind. Und zwar heißt diese Seite links unten .indimedia.org. Wer nochmal sich aufschreiben will, kann einfach herkommen. Man kann es sich abschreiben. Du kannst mir den Zettel auch geben und dann verteile ich das. Oder das, ja. Indimedia ist ein freies Forum, wo halt jeder seine Aufrufe reinstellen kann. Das heißt, das Ganze bleibt meistens anonym. Man findet auch Sachen, die vielleicht nicht so unterstützenswert sind. Man muss jetzt nicht das Ganze total in den Vordergrund rücken, aber es ist eigentlich schön. Sehr gute Sachen. Abschalten!